Servus YouTube und erstmal ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Das ist das erste Video im Jahr 2021. Ich hoffe, das Jahr wird auch für alle besser. Und es wird nicht so schlimm wie 2021 mit Corona. So, hoffentlich wird da alles besser. Der scheiß Virus verpisst sich auf gut Deutsch eigentlich mal. Naja, wir quatschen schon lang rum. Es geht direkt weiter. Drei Heimspiele haben wir heute. Wir sehen das eine gegen Stuttgart und gegen Paderborn. Klingt sehr interessant. Wir haben Nachrichten. Moosbericht. In 7 Wochen. So, 2 verletzte Spieler, 7 Tage für Keller. Es geht noch. Ein Poldi für. Wow. Poldi fällt dann wahrscheinlich die restliche Saison aus. Also Leute, wir spielen jetzt gegen im Ring gegen den Tabellenführer, der hat 2 Ligen, VfB Stuttgart. Und meiner Meinung nach, ich glaube, wir steigen auch nicht mehr ab, aber wir werden auch nicht mehr aufsteigen. Naja, wir sehen uns im Spiel wieder. So, Ostseestadion, Heimspiel gegen Stuttgart, den Tabellenführer. Ich glaube, das Hinspiel haben wir knapp verloren. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. War ein Punkt, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war uns da aber sehr gut verkauft in Stuttgart. Naja, mit sie ist Svensburg, ja. Also, der war Kurbel. Und hier kommt jetzt unsere Mannschaftsaufstellung. Tor hat sich verändert. Nico Mantel steht weiter im Kastenabwehr. Prados, Lopez, Sonnenberg, Richards und Rosbach im Mittelfeld. Dann Herzog. Vollmann ist neu drin im Bahn. Und da Verona, Polido, Esposito und Keller. Vollmann für Poldi. Auf der Bahn Breyer, Chef, Dardai, Riedel, Feigenschwan. Meier, das erste im Kader, hat es geschafft. Und unser Reservekeeper voll. Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. Ja, und das ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Ja, und damit stößt Esposito an und wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Karaman, erste Chance Stuttgart. Erste Chance Stuttgart. Der Ball geht aber am Tor vorbei. Keller, boah, was ein schöner Pass. Auf Corbinan, Vollmann! Und dann kommt auch unsere erste Chance. Clever gemacht von Bahn. Bahn schießt, Bahn trifft! Fast ein Tor, Tor des Monats. Meiner Meinung nach, das war ja so schön. Einfach aus dem Nix. Mein Gott, Alter. Und 1-0 nach 23 Minuten, so kannst du weiter. Stuttgart, was ist denn das? Esposito, Esposito auf dem Weg nach vorne zum 2-0. Kobel passt auf. Nachschuss von Keller, aber geblockt. Onisivo, schöner Pass.
Förster legt ab und Lopez passt nicht ganz auf Tor. Kann er nicht gut klären. Onisivo steht da. Stuttgart gleich raus. Jetzt ausklären, weil dann pfeift er ab. So ist es. Halbzeit. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit wieder. So, zweite Halbzeit. Es gab einen Wechsel. Vollmann ist runter. Und Meier ist in der Partie. Gibt sein Debüt für Hansa Rostock. Und damit sehen wir uns in der ersten Szene wieder. Karaman und Mantel. Durch, wird aber bedrängt und verliert den Ball dann gegen Anton. Und was macht Kobe denn da? 2-1 Rostock. Alter, da haben wir dir so gut gestört, dass Kobel nicht den Ball nicht mehr wegschlagen kann. Und es war natürlich Sebastian Meier. Alter, was ein Bock des VfB. Der jetzt hier auch wechselt. Sosa geht raus. Aber ich habe gerade nicht gesehen, wer das ist. Mangala, keiner greift ihn so richtig an und dann ist es 2-2 da wieder. Mangala und wieder ist es Mantel. Und Stuttgart führt. Wie? Ende mit der Vollerer, das habe ich gesehen. Wie konnte Anton da den Ball reinmachen? Und jetzt die Umschaltsituation, Esposito. Feigenspahn habe ich extra für reingebracht. Für diesen Moment, Feigenspahn. Ja, und dann kommt Kaminski da an den Ball. Und wir verlieren 3-2. Ey, Mann, ein Punkt wäre doch verdient gewesen. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Alter, Poldi, man kann... können jetzt nicht auf einen Spieler sagen, ja, nur weil er verletzt ist. Da haben wir verloren. Nein, wir sind ein Team. Wir sind in einem Strang. Ah, das Ergebnis überrascht mich. Ja, ich bin nicht sicher, was schief gegangen ist. Wir waren gut im Spiel. Wir haben zwei Tore gewesen, zweimal in Führung und verlieren dann. Kann so richtig ekelhaft 3-2. Vielen Dank für diese Aussage. Vor dem Heimspiel gegen Paderborn. Kurzer Check. Paderborn 14. Wir 11. Und. Wir wollen das Spiel jetzt gewinnen, weil dann haben wir 36 Punkte, dann führen wir nur noch 4 Punkte bis zur 40 Punkte Marke. Dann haben wir auch sicher den Klassenerhalt geschafft. Ich kann euch auch jetzt sagen, wir kommen da eh nicht mehr rein. Wenn man sieht, Dresden 20 Punkte, Karlsruhe 15. Das ist über die Hälfte mehr, die wir hier haben. Aber dann ist man halt, fühlt man sich halt sicherer wie St. Pauli und Aue. Weil hier auf Platz 5 ist man rechnerisch laut 40 Punkte Marke gerettet. Und dann sehen wir uns im Spiel wieder. So, Schnee. Im März. Naja, egal. 26. Spieltag, Heim. Spielen Paderborn. Jetzt muss man mal wieder ein Sieg her.
Gegen Paderborn, das Spiel gegen 3-3 aus, war, meine ich glaube, 3-3 ging es aus. Es war echt schönes und offensives geführtes Spiel. Da die Tabelle. Unter unserer Aufstellung im Tor Mantel in der Abwehr hat sich links gehen, also Lopez, Sonnenberg, Richards und Rosbach weiterhin. Da Rotha ist zurück, der spielt jetzt für Herzog, Vollmann und Bahn. Da heute für Keller in der Mannschaft Esposito und Verona Pulido bleiben. Breyer, Schärf, Keller, Riedel, Feing, schon Meier und Voll bleiben. Sind auf der dann auf der Bank. Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. Das ist die Aufstellung unseres heutigen Gastes, SC Paderborn. Und ich würde sagen, wir sind bereit. Und es geht los auf den Sieg unserer Jungs hier in Blau von links nach rechts. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Manu. Und die erste Chance. Raus mit dem Ball, raus! Auf Michel Collins. Konstantin, die erste Chance, oder die zweite, pardon, für Paderborn. Die machen das hier gut, die wollen da unten auch raus. Brauchen hier mit Befreiungsschlag, bitte keinen Abseits. Jetzt Esposito und es war Abseits. Owusu, ja, das war wieder abzusehen. 1 zu Paderborn. Und genau das Tor hat man jetzt schon von vornherein gesehen, dass das jetzt ein Tor wird. Michel. Owusu 2-0. Ey, jetzt geht aber euch hier dabei rein. Jetzt wird es wieder lächerlich. Kriegt er hier noch den. Kriegt er noch. Rosbach. Vollmann. Feigenspahn liegt in die Mitte. 1-2, Anschlusstor. Triple B Bentley Baxterbahn. Unsere echte erste Chance bisher, also es war sogar eigentlich unsere erste Chance. Und Bentley Baxterbahn muss dann nur auf den 7. Saisontor. Und jetzt ist Halbzeit. Und wir sehen uns in der zweiten Halbzeit wieder. So, zweite Halbzeit. Es ist bisher nichts weiter passiert. Und wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Boah, was für ein Pass. Das ist Feigenspahn, der macht so gut, so clever, Ausgleich! 49. Jetzt läuft's auf einmal! Glückliches Händchen hat der Trainer gehabt, der immer noch so rumläuft. Erstes Saisontor für Feigenspahn. Oh mein Gott, Latte und Mantlatin, alter Falter.
Mantel muss da weiter rauskommen, Mann. Boah. Er haut ihn da komplett um. Und sieht dafür auch zu Recht die gelbe Karte. Alter Mantel, Junge. Boah, der auch. Mit der Flanke, nein! Feingeschwankt, kann den Ball nicht kontrollieren. Okay, kriegen wir hier die Chance noch? Nein! Das war's. Es geht 2 zu 2 aus. Einfach einmal wieder erneut ein Unentschieden. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Ah, wie sehr freundlich. Also, es gab keinen Sieg, aber und wie sehr freundlich über die Rücke von Rota. Das ist ein einziges Beispiel, auf der, auf jeden Fall. Hätten die zur Pause gedacht, noch einen Punkt retten zu können. Oh, ich hasse diese Frage. Weil mindestens ein Punkt ist auch scheiße. Ich hatte einen Sieg erwartet, ich besorgte auch noch. Das Auftreten war in der ersten Halbzeit scheiße, in der zweiten Halbzeit. Ja, ich wollte mindestens einen Punkt. Kann man jetzt auch sagen, kann man bei diesem Spielverlauf auch sagen, die erste Halbzeit war grottig. Und die zweite war richtig war überragend. Was bedeutet die Leistung? Zwei sehr gute Abwehrreihen, das ist das einzige Mal, was ich dir sagen kann. So, und leider das Spiel gegen Osnabrück verliert man auch mit 1 zu 0. So sieht die Tabelle mittlerweile aus, wenn die mal laden würde. So, das ist die Tabelle nach dem 27. Spieltag. Wir mit 34 Punkten auf Platz 11. Bis Platz 7 hat die Zähler schon den Klassenerhalt. Das ist sicher. Wir können den nächsten Spieltag. Nächste Folge können wir ihn auch rein theoretisch unter Dach und Fach. Und da gucken wir uns jetzt mal den Kalender an, gegen wen wir alles ran müssen. Unter anderem Auswärtsspielen Wiesbaden, Heim Bochum, Auswärts Kiel, Heim Karlsruhe und Auswärts Darmstadt. Das Spiel gegen Anna Kielerförde will ich selber spielen. Und dann spielen wir zu Hause noch gegen Bochum. Das sind die zwei selbstgeschwebten Spiele. Und dann neigt die Saison auch schon wieder zum Ende. Dann hat man ja nur noch Sandhausen und Heidenheim. Naja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch gut ins neue Jahr gestartet. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Und tschüss!